weiße Radschuhe, weiße Radsocken bis knapp unter den durchtrainierten, braun gebrannten Wadenansatz gezogen. Dazu eine schwarze Hose und ein schwarzes Trikot und die neueste Radbrille. Wenn wir Radsportler in der Jury von Shopping Queen sitzen würden, würde dieses Outfit vermutlich 10 von 10 Punkten bekommen. Außerhalb der Radsportblase wird Style allerdings ein wenig anders definiert und deshalb schauen wir uns im heutigen Video mal an, was man außer Lycra auf dem Weg zur Arbeit sonst noch so anhaben kann. Für das Rennradtraining wird man sich aus mehreren Gründen eigentlich immer für Lycra-Klamotten entscheiden. Was sozusagen als die goldene Bekleidungsregel für das Rennradtraining gilt, gilt so nicht ganz für den Weg zum Supermarkt oder für den Weg zur Arbeit. Denn hier geht es nicht darum, möglichst weit und möglichst schnell zu fahren, sondern möglichst sicher, möglichst entspannt und bequem und vor allem möglichst funktional. Das Fahrrad ist meiner Meinung nach die entspannteste und natürlich auch die umweltfreundlichste Variante, um auf die Arbeit zu kommen. Außerdem hat man, wenn man dann im Büro angekommen ist, schon mal einen Workout absolviert und den Kopf freigeblasen. Ja, auf der Arbeit anzukommen, das ist in den meisten Städten in Deutschland aber gar nicht so einfach, denn aggressive Autofahrer, zu enge Radwege oder eben halt auch das ein oder andere Auto mitten auf dem Radweg machen die allmorgendliche Fahrt zur Arbeit zu einem Stück Langsamstreifen. Und Sicherheit fängt natürlich damit an, dass man erstmal gesehen wird. Und wie man das wird, das gucken wir uns jetzt an. Nicht direkt was zum Anziehen, aber trotzdem sollte es an jedem Rad auf dem Weg zur Arbeit dabei sein. Das Rücklicht und das Frontlicht an eurem Fahrrad. Was ich eigentlich nicht nur gerne erwähne, ist der Helm, denn das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Natürlich gehört aber auch der zur Kleidung, die auf jeden Fall dabei sein muss, wenn es um das Thema Sicherheit beim Fahrradfahren geht. Ansonsten kann man natürlich auch noch viel zu seiner Sichtbarkeit und damit auch zu seiner Sicherheit beitragen, indem man auf reflektierende Klamotten setzt, denn All Black Everything gilt auf jeden Fall nicht im Straßenverkehr. Hier gibt es mittlerweile viele Produkte, die eigentlich gar nicht so unstylisch aussehen und Reflektoren eingebaut haben, wie zum Beispiel hier diese ziemlich reflektierende Jacke, aber es gibt auch Socken, Hosen und viele weitere Produkte, die die Sichtbarkeit erhöhen. Natürlich gibt es auch noch die klassische Warnweste oder, ich schwinge mal kurz mein Präsenterbein, hier solche reflektierenden Clipbänder, die man sich um den Knöchel binden kann. Denn Studien haben ergeben, dass gerade solche Reflektorenbänder oder auffällige Farben wie das GCN Rot an den beweglichen Körperteilen die Aufmerksamkeit von Autofahrern besonders gut auf sich ziehen und somit eure Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Klar, wenn man jetzt mit dem Rennrad unterwegs ist, dann wird man vermutlich nicht mehr als die 20 Meter zum Café und wieder zurückgehen und dabei auch seinen Rennradschuhen unterwegs sein. Aber selbst auf diesen 20 Metern sieht man dann häufig aus wie eine watschelnde Ente und deshalb würde ich mir für den Weg zum Büro auf jeden Fall ein paar Mountainbike-Schuhe besorgen. Denn wenn man dann doch mal ein paar Meter zum Büro joggen muss oder auch die eine oder andere Treppe überwinden muss, dann sind Mountainbike-Schuhe deutlich entspannter. Hierbei gibt es übrigens eine sehr stylische Variante von Adidas, den sogenannten Velo Samba, der bietet die Möglichkeit, sich auch einzuklicken und sieht trotzdem ziemlich stylisch aus. Ich habe jetzt hier in diesem Fall ganz normale Straßenschuhe an, trotzdem immer die schwarze Variante nehmen, denn die wird einfach weniger schnell dreckig und man hat länger etwas davon. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz auf die Sneaker-Thematik von vorhin eingehen. Da habe ich ja schon gesagt, dass man sich hier am besten nicht für das weiße Modell entscheiden sollte, sondern eher das schwarze wählen sollte. Und ich denke, das gilt auch für die Socken oder eben auch für die Hose oder auch für die Jacken oder generell die gesamte Bekleidung am Rad. Man sollte sich eher für gedeckte Farben entscheiden, denn wenn es dann doch mal regnet und ich meine, die meisten von euch fahren wahrscheinlich bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit, dann werden diese einfach weniger schnell schmutzig und man kann sie auch öfters verwenden. Das gleiche gilt übrigens auch für das Material, aus dem die Klamotten sind. Ich denke, man sollte sich hier weder für die 100% Synthetik-Variante noch für 100% Baumwolle entscheiden, sondern sich etwas möglichst Atmungsaktives suchen, das man dann auch mehrfach anziehen kann und mit dem man nicht sofort die Kollegen im Büro vollstinkt. Noch ein ganz kleiner Tipp von mir, und zwar weiße T-Shirts vertragen sich nicht sehr gut mit Lederrucksäcken, denn das gibt hässliche Verfärbungen, vor allem im Sommer, wenn man schwitzt am Rücken. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Was ich natürlich noch hinzufügen muss, ist, man eigentlich
auch für sein Fahrrad eine gedeckte Farbe wählen sollte. Ich weiß, ich bin jetzt hier nicht so das wirklich gute Beispiel, aber Leute, verzeiht es mir, ich war jung und weiß ist immerhin die Farbe der Unschuld. Aber für euch sollte gelten, auch hier macht auf dem Weg zur Arbeit, denke ich, ein schwarzes oder graues Rad definitiv mehr Sinn. Auch wenn wir auf dem Stadtrad unterwegs sind, sitzen wir ja trotzdem im Sattel und wir strampeln auch, um nicht den ersten Aufguss Kaffee im Büro zu verpassen. Und deswegen sollten auch unsere Klamotten auf dem Stadtrad nicht zu eng sein, nicht zu weit sein, sondern bequem und auch funktional. Wer mit einer langen Hose unterwegs ist, sollte deshalb auf jeden Fall im Laden vorher den Ausfallschritttest machen, um zu checken, ob die Hose nicht zu eng ist und man sich deswegen auf dem Weg zur Arbeit völlig wundscheuern würde und wundgerieben im Büro ankommt. Dann macht das Sitzen im Bürostuhl nämlich wirklich gar keinen Spaß mehr. Sowohl bei langen als auch bei kurzen Hosen gibt es mittlerweile einige Modelle, die extra nur für das Radfahren produziert werden. Allerdings würde ich euch empfehlen, einfach bei den langen Hosen auf klassische Jogginghosen zurückzugreifen, denn die sind ziemlich billig, man muss sich meistens nicht extra eine zulegen und sie tun ihren Job eigentlich genauso gut. Bei den kurzen Hosen würde ich mir einfach eine kurze Sporthose anziehen, denn die sind super atmungsaktiv, man fängt nicht sofort an zu schwitzen und zu guter Letzt kann man so auch noch seine gut trainierten Radfahrerbeine präsentieren. Weil man leider nicht bei Swift auf die Arbeit fahren kann, muss man natürlich auch seine Kleidung dem Wetter entsprechend anpassen. Im Sommer ist das relativ easy, man fährt einfach kurz los und im Büro angekommen, schnappt man sich dann sein Wechselhemd, sein Wechsel-T-Shirt aus dem Rucksack, zieht sich um und sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Wenn es dann anfängt zu regnen, wird das Ganze ein bisschen aufwendiger und auch nerviger und ich kann auch jeden verstehen, der lieber auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweicht. Für die unter euch, die sich trotzdem auch im Regen auf die Arbeit wagen, beziehungsweise auf dem Rad auf die Arbeit wagen, den empfehle ich, sich auf jeden Fall so einen wasserfesten Rucksack zu besorgen, um die elektronischen Teile wie zum Beispiel einen Laptop vor dem Regen zu schützen. Außerdem sollte man sich auf jeden Fall eine Regenjacke besorgen. Da aber die meisten von euch auf diesem Kanal vermutlich Rennradsportler sind, habt ihr eh eine Regenjacke fürs Training dabei. Nehmt einfach die, ihr braucht euch nicht zusätzlich irgendein stylisches Urban-Modell zuzulegen. Was man sich allerdings zusätzlich zum Rennradtraining zulegen sollte, ist hier so eine völlig unstylische Regenhose. Wie gesagt, eine Stilikone wird man damit nicht, aber es ist ganz entspannt, das Ding dann einfach auf der Arbeit auszuziehen, in eine mitgebrachte Mülltüte reinzupacken und dann ist man wenigstens darunter trocken. Zum Abschluss dieses Videos noch ein ganz persönliches Anliegen von mir. Leute, wenn ihr mit dem Rad unterwegs seid, klar kann es mal sein, dass das T-Shirt nach oben rutscht. Was dann aber wirklich niemand sehen will, ist eure Po-Ritze. Und deswegen zieht euch bitte einen Gürtel an. Sind wir mal ganz ehrlich, so richtig cool wird man mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit nie aussehen. Und auch wenn man auf dem Weg zum ersten Date ist, würde ich jetzt vermutlich keine Regenhose anziehen. Aber darum geht es auch eigentlich überhaupt nicht und genau deswegen hoffen wir, dass wir euch mit dem heutigen Video einige gute Anhaltspunkte geben konnten in puncto sicherer und bequemer und natürlich auch wetterfester Kleidung auf dem Weg zur Arbeit. An dieser Stelle gilt wie immer, folgt unserem Kanal G-Send auf Deutsch und lasst auch dem Video einen Daumen nach oben da. Insbesondere deshalb, weil spätestens mit dem heutigen Video weniger Po-Ritzen in der Innenstadt unterwegs sein sollten.